Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich ein paar Tipps und Anregungen geben zur Handgelenkstellung und Handgelenkhaltung der linken Hand beim Gitarrespielen. Vor einer Weile wurde mir nämlich eine Anfrage gestellt, ob ich denn nicht auch auf dieses Thema eingehen könnte und ein paar Tipps geben könnte. Und hier in diesem Video möchte ich gerne natürlich diese Anfrage beantworten. Wenn ihr noch weitere Fragen und Anregungen habt, bitte schreibt es mir doch in die Kommentarleiste und ich werde hoffentlich sehr bald darauf zurückkommen und all diese Fragen beantworten können. Vielen Dank, viel Spaß damit, viel Erfolg und bis bald. Ciao. Zur Handhaltung, Handgelenkhaltung der linken Hand. Ich unterteile zwischen offenen Akkorden, wo ich auch mit dem Daumen gelegentlich hier oben ablege und beispielsweise Akkorde wie A-Moll, C, G, D, da mache ich das entspannt hier auch mit dem Daumen, lege ich hier ab. Und wichtig ist bei der Handgelenkhaltung, dass ich hier keinen Knick im Handgelenk habe, dass das alles entspannt liegt. Anders sieht es ein bisschen aus, wenn ich in die Barré-Akkordhaltung gehe. Da seht ihr, dass ich einen ganz kleinen Knick im Handgelenk haben muss. Ich kann das Handgelenk nicht mehr ganz gerade halten, sondern ganz leicht gedreht. Aber mein Handgelenk bleibt immer hinter dem Griffbrett. Ich sehe oft Leute so Barré-Akkorde greifen. Das ist völlig unnötig. Schaut mal, wie stark mein Handgelenk an dieser Stelle angewinkelt ist. Und das ist sehr kraftraubend, zumal euer Barré-Akkord auch recht unpräzise wird, weil ihr immer Gefahr lauft, Saiten zu drücken, beispielsweise, die ihr gar nicht braucht. Wenn ich jetzt ein C-Major-7 hier greife, dann liegt der Grundton hier auf der fünften Saite im dritten Bund. Ich sehe da oft Leute so den Barré-Akkord greifen. Drückt doch da einfach beispielsweise mit dem Zeigefinger, schließt einfach mit dem Ton hier oben ab. Das ist kraftsparender und euer Handgelenk ist insgesamt auch entspannter und das Ganze sieht ergonomischer aus auch. Ja, so verhält sich das, wenn ich jetzt die Akkorde verschiebe. Ich drehe mich mal, damit ihr das von hinten seht, wie mein Handgelenk am Hals liegt. Wenn ich jetzt Single Note Lines spiele, also Melodien oder so, sieht das so aus. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, wie vorhin so einen Lagerfeuersong begleiten will oder so, oder halt mal einen Song habe, wo ich einfach mal so ein dann kann ich auch hier mich so ein bisschen einlocken. Wichtig ist einfach, dass ihr euch nicht festlockt, ja, dass ihr nicht so eine Klammer macht und unflexibel seid, sondern das Handgelenk immer durchlässig lasst und ich das halt für Situation zu Situation eben anpasse. Ja, wenn ich eine Melodie spielen will, dann rutscht meine Hand in diese Position. Ja, könnt ihr das so sehen? Diese Position, das habe ich auch in einem anderen Video erklärt, na, dass ich in diese Handhaltung quasi übergehe. Und für Akkorde mit Barrés beispielsweise versuche ich die gleiche Handhaltung einzuhalten. Oder auch Akkorde, wo ich anders greife, ja, ich sag mal jetzt mal beispielsweise so einen Akkord. Da bin ich, ist natürlich mein Handgelenk ein bisschen mehr in Spannung, wird mehr gefordert, aber dennoch nicht so, sondern ja, so gerade wie möglich zu halten. In der Ausgangsposition bei solchen Akkorden. Ich nenne das jetzt mal Ausgangsposition, ja. Beim Stehen sieht das ähnlich aus. Ich versuche mein Handgelenk genauso auch im Stehen zu halten, wie ich sitze. Ja? Also wenn ich für die Lagerfeuerakkorde sieht das dann ungefähr so aus. Und wenn ich jetzt in die Barré-Akkorde gehe, dann sieht das so aus. Und für Melodien sieht das ungefähr dann so aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Tipps und Anregungen werden dir helfen.
Wenn du das Instrument natürlich jetzt in der Kniekehle hängen hast, also sehr tief hängen hast, dann liegt es auch auf der Hand, dass du das Handgelenk sehr stark knicken musst. Und dann helfen meine Tipps und Anregungen natürlich nicht mehr. Aber wenn dein Instrument circa auf Bauchhöhe hängt, ungefähr so in der Höhe, dann solltest du mit meinen Tipps und Anregungen arbeiten können. Wenn du weitere Fragen und Anregungen hast, bitte schreib es einfach in die Kommentarliste. Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen und auch diese Fragen beantworten, auch wenn ich es nicht sofort schaffe, aber in der Regel lasse ich keine Frage unbeantwortet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Mach's gut. Bis dann. Ciao.